Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Bewusstsein TV. Ihr Lieben, wie schon zuvor angekündigt, nehme ich euch heute mit zu meiner letzten weltlichen Reise. Meine erste Palmblattlesung ist ganz anders abgelaufen, als wie ich sie mir vorgestellt habe. Diese Palmblattlesung ist aufgeteilt in drei Teile. Im ersten Teil dieser Reise werdet ihr miterleben, wie mein ganz persönliches Palmblatt gefunden wurde. Wie es der Tradition entspricht, habe ich meinen linken Daumenabdruck übermittelt. Der Grund dessen ist, da Frauen energetisch mit der rechten Gehirnhälfte verbunden sind. Der Palmblattleser verbindet sich nun mit den Energien des Palmblattes und des Rishi Agastya, um mir die tiefgründigen Botschaften zu übermitteln. Ich werde mit Fragen zu meiner Person und meinem Umfeld konfrontiert, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten darf. Diese Vorgehensweise führt dann schließlich zur Identifizierung meines persönlichen Palmblattes. Im zweiten Teil erwartet euch dann mein Lebenslauf, wie er in meinem Palmblatt niedergeschrieben steht. Von meinem jetzigen Tag, also von dem heutigen Tag der Lesung, bis zum Ende meines irdischen Lebens. Einige persönliche Details habe ich jedoch für mich behalten, um meine Intimität dieses Prozesses zu wahren. Ich bitte daher um Verständnis. Der dritte Teil widmet sich schließlich den Remedies, also den Empfehlungen, die mir der Palmblattleser mit auf den Weg gibt. Diese sollten mir dabei helfen, mein Karma aufzulösen, meine Gesundheit zu verbessern und den Übergang in die nächste Lebensphase sanft und erfolgreich zu gestalten. Also lasst euch von dieser faszinierenden Reise in die Welt der Palmblattlesungen entführen und erlebt mit mir die Magie und Weisheit, die in diesem alten Wissen verborgen liegt. Diese Palmblattlesung wurde von der Organisation My Palm Leaf durchgeführt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Stefanie für diese liebevolle Übersetzung bedanken und natürlich ein ganz lieben Dank geht auch an die beiden indischen Palmreader und Übersetzer. Namaste. Bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Ich werde dir einfach ein paar einführende Worte zu der Lesung geben, dass du einfach weißt, was dich erwartet und wie dieser Prozess abläuft. Also jetzt im ersten Teil werden wir erst einmal dein Palmblatt suchen und finden. Du hast ja die Informationen eingesendet von deinem linken Daumenabdruck, dass du weiblich bist und von deinem Geburtsland. Und aufgrund dessen hat eine Vorauswahl der Palmblätter stattgefunden. Das sind meistens zwei Bündel. Wir gehen jetzt Palmblatt für Palmblatt hindurch und werden dein Palmblatt aus diesen zwei Bündeln herausfinden. Dir werden im ersten Prozess jetzt erst einmal eine Menge Fragen gestellt. Jedes Palmblatt stellt das Schicksal eines Menschen dar. Und solange du die Fragen mit Ja beantwortest, besteht die Möglichkeit, dass es dein Palmblatt sein kann. Erst dann, wenn du ein klares Nein hast zu einer Frage, dann ist klar, dass es deins nicht ist. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Palmblatt. Dein Palmblatt ist gefunden, wenn sie deinen ersten Vornamen nennen, den ersten Vornamen deiner Mama und den ersten Vornamen deines Papas und dein Geburtsdatum. Und jetzt ist meine Frage, hast du die Namen schon auf ein Blatt Papier geschrieben und die Buchstaben gezählt? Oh, sag mir bitte die Namen nicht. Okay. Du kannst mir einfach sagen, also dein Papa, der hat zwei Namen. Ja. Okay, was ist, ist der erste oder zweite sein Rufname gewesen? Immer der zweite. Der zweite, okay. Mhm. Dann hat, mit dem zweiten Namen hat er auch unterschrieben, also offizielle Dokumente unterschrieben. Immer. Okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es mit dem zweiten Namen geht, aber das Palmblatt ist immer voller Überraschungen. Es kann auch sein, dass es mit dem ersten Namen geht. Da gibt es so keine feste Ordnung. Schreib mal beide auf und dann fragen wir parallel. Jetzt habe ich noch eine Frage zu meiner Mutter, weil die hat ja einen Geburtsnamen. Brauchen wir den vielleicht?
Nur ihren Vornamen. Nur ihren Vornamen, okay. Genau, das Palmblatt geht nicht nach Nachnamen, es geht nur mit Vornamen. Meine Mama hat einen zusammengesetzten Vornamen. Okay, das heißt Beinamen. aus zwei Namen. Ist es mit Bindestrich? Nein. Okay, dann ist es der Name. Also es Okay. ist ein ganzer Name, der zusammengeschrieben steht. Dann müsste das Genau. Palmblatt nach dem gesamten Namen fragen. Okay. Genau. Brauchst du Geburtsstunde? Genau, schreib mal die Geburtszeit auf, wenn du sie weißt, und dein Geburtsnamen. Du weißt natürlich dein Geburtsdatum, weil du weißt das ganz bestimmt, aber wir gehen relativ zügig durch und dann ist es gut, wenn man einmal das kurz vor sich liegen hat. Genau, wenn dann dein Palmblatt gefunden worden ist, ist eine Pause von 15 bis 20 Minuten. Ah, super. Genau, und nach der Pause beginnen wir dann sozusagen mit der Lesung. Im ersten Teil der Lesung wird dir erstmal mitgeteilt, was ist so aus kosmischer Sicht deine energetische Situation. Also der Daumenabdruck wird erklärt, welche Energien du aufgrund des Daumenabdrucks in dir trägst. Es wird dir mitgeteilt, wie die Energie in den verschiedenen Lebensbereichen fließt, ob sie harmonisch fließt oder disharmonisch fließt. Disharmonisch bedeutet einfach, dass wir in verschiedenen Bereichen mehr mit Herausforderungen zu tun haben als in anderen Lebensbereichen. Dann wird dir mitgeteilt, eine kurze Beschreibung der Persönlichkeit, aber auch, was die Blockaden sind. Also welche Bereiche, ja, wo immer wieder so Herausforderungen auch auftreten können. Das ist so der zweite Teil der Lesung. Danach beginnen die Vorhersagen in 2 bis 3 Jahresabschnitten bis zum ungefähren Lebensende. Und mir ist immer wichtig zu sagen am Anfang der Lesung, die Palmblätter wollen nicht vorschreiben. Sie sind ein Wegweiser. Und helfen uns einfach, dass wir den Le Weg für uns leichter erkennen können, mit allen Herausforderungen, aber auch allen Potenzialen und Möglichkeiten, die wir haben. Ich sage immer, wenn ich vom Bodensee nach Hamburg will und ich habe Straßenschilder, dann kann ich den Weg viel leichter finden, als wenn ich erst umherirre und meinen Weg nach Hamburg finden muss und dann viel Unsicherheiten habe und nicht weiß, ob ich richtig gehe oder nicht. Das ist so wie die Palmblätter funktionieren. Wir bleiben aber die Schöpfer unseres Lebens und wir bekommen viele Rückmeldungen von Klienten, dass Dinge auch eintreffen, so wie sie gesagt worden sind. Aber es gibt halt auch immer wieder Überraschungen und das zeigt, dass doch Dinge anders kommen oder die Seelen sich anders entscheiden. Und das zeigt doch, dass das Leben nicht in Stein gemeißelt ist. Und wir die Schöpfer unseres Lebens auch bleiben. Genau. Und dann der letzte Teil der Lesung, das sind die Remedies, das sind die energetischen Hilfsmittel, die wir von dem Rishi, der das Palmblatt geschrieben hat, bekommen, um unsere energetische Situation positiv transformieren zu können. Also, dass wenn wir Blockaden hatten im bestimmten Bereich, dass sich das auflösen kann und dass wir dann mehr Harmonie und mehr ja das leben können, was wir uns wünschen in diesem Lebensbereich. Das besteht aus 3 Aspekten. Das eine nennt sich Guru, dann das erkläre ich später, eine Mantra-Praxis, da sage ich auch später was zu. Und der letzte Teil ist eine Puja. Das ist eine Zeremonie, die in einem indischen Tempel nochmal für dich durchgeführt werden kann. Mir ist immer wichtig, der Transparenz halber das am Anfang zu sagen, weil ich einfach weiß, dass manche Klienten lesen das auf der Homepage sehr intensiv, manche nicht. Die Puja, die kann man nochmal über MyPalmLeaf in Auftrag geben. Also MyPalmLeaf hat die Strukturen geschaffen, dass die Menschen das auch machen können. Aber es ist nochmal ein eigener Prozess und ein eigener bezahlter Prozess. Ja, also das ist auf der Homepage drauf, aber es gibt manchmal Klienten, die das nicht lesen. Und ich möchte einfach nicht, dass das dann irgendwie eine Überraschung ist, sondern dass es von Anfang an transparent ist. Okay, hast du denn noch Fragen von deiner Seite? Ich lasse mich mal überraschen, weil ich habe ja, ich weiß nicht, ob Stefan dir das ja schon auch erzählt hat, du hast es wahrscheinlich auch auf dem Video gesehen. Ich habe ja auch so meine Gaben und so ein paar Einblicke, ich sage es mal, in meinen Seelenweg, oder ich kommuniziere ja auch öfters mit meinem Geistführer und höheren Selbst und so weiter. Ich werde wahrscheinlich auch sehr emotional sein. Ich habe mir auch schon meine Papiertücher hier hingetan. Das ist genau. authentisch. Das kommt bei mir immer ganz automatisch, weil sobald irgendwas stimmt, kann auch sein, dass ich zwischendurch öfters mal die Augen zumache, weil ich mich halt dann da auch besser so mit einschwingen kann und so. Ja, das kannst du auch machen. Lehn dich einfach zurück, entspann dich und ich werde die Übersetzung übernehmen und so, dass du und auch die
Informationen inhaltlich transformieren, sodass du einfach, kannst einfach sein. Das wird aufgezeichnet und du bekommst innerhalb von ein paar Tagen nach der Lesung vom Support-Team die Lesung zugesendet, die Aufzeichnung zugesendet. Und dann hast du 2 Wochen Zeit, das runterzuladen, auf deinen Rechner zu laden. Okay, Über die alles klar. Notes-Edit. Und wenn du dann bereit wärst, dann können wir starten. Also immer nur ja und nein, ne? Am Anfang erstmal nur ja und nein. Genau, und wenn du nicht weißt, wie du eine Frage beantworten sollst, kannst du das mit mir auf Deutsch klären. Es kann aber auch sein, dass die Leser an verschiedenen Punkten nochmal nachfragen, weil das ein sehr, ich sage mal, ein sehr feiner Prozess ist. Zum Beispiel zählen keine Halbgeschwister, nur Geschwister. Also es gibt so ein paar Punkte, wo es einfach wichtig ist, dass Klärt sich bei mir ganz einfach, ich habe keine Geschwister. das. Okay, gut. Hat sich ganz schnell geklärt. Namaste, das links, das ist der Shabasunda, der wird für dich das Palmblatt von Altamil ins Englische übersetzen. Und rechts, das ist der Swami Sunda, der wird für dich das Palmblatt in Altamil lesen. So, Namaste, Vanakkam. And Shabba, just for you to know, this interview, this reading will be recorded and it will be maybe uploaded also on YouTube. YouTube. Okay, sure. So we're having two bundles today to search your palm leaf. Wir haben 2 Bündel, aus denen werden wir jetzt ein Palmblatt suchen und finden. ஆண்டவதர பணமுடரில் போற்று இரவி பெண்மன் அறுவல் சாட்சி இல்லாமறை திறம் என்றவர் கதிரானபதர் காலம் தன் மகளாய் தோற்றம் கண்டார். You are the first born child of your parents. Du bist die Erstgeborene deiner Eltern. Korrekt. ஈண்டவருக்கும் கண்டோருக்கும் எதிரான போற்றிடுகிறார். The father, mother, both are alive. Deine Mama und dein Papa beide leben noch. Nein. Oder einer von ihnen. One of them is living. Mother is alive. Deine Mama lebt noch. Nein. Elif. Change the frangli. பகரபரம் காலமதிரது காண இண்டபரமத்தனவன். You are a married person. Du bist verheiratet. Ja. Korrekt. சாட்டிடபித்துனதனக்கு பிறந்த மகளிண்டவுரால். Only one marriage. Und in deinem Leben warst du bisher nur einmal verheiratet. Nein. Ele. Two. Zweimal verheiratet. Ja. Korrekt. Anna, first marriage legally divorced. Und von der ersten Ehe bist du legal geschieden. Ja. Korrekt. Now you are living with your second husband. Und aktuell lebst du mit deinem zweiten Mann zusammen. A good relationship with your second husband. Und ihr habt auch eine gute Beziehung zueinander. Ja. Yes. The current husband is older than you. Dein jetziger Mann ist älter als du. Ja. Korrekt. Five years or more than 5 years older. Er ist 5 Jahre oder mehr als 5 Jahre älter als du. Ja. Yes. More than 5 years. Mehr als 5 Jahre? Ja. Korrekt. 6 or 7 years older. 6 oder 7 Jahre älter als du. Ja. Korrekt. The husband is healthy. Dein Mann ist im guten gesundheitlichen Zustand aktuell. Ja. Hat er kleinere Sachen oder eine größere Sache? Kleinere. Minor things. You have a child or children. Du hast ein Kind oder Kinder? Ja. Korrekt. Two children for him. 2 Kinder hast du. Nein. Ele. More than two. Mehr als 2. Ele. Can't believe. You have a sister. Du hast eine Schwester. Nein. Ele. You have a brother. Du hast einen Bruder. Nein. Ele. Any brother or sister born and passed away? Gab es mal einen Bruder oder eine Schwester, die geboren sind und gelebt haben und verstorben sind? Nicht, dass ich wüsste. No, Ele.
இல்ல செந்தில் Könnte graduate. Du hast einen höheren Bildungsweg eingeschlagen, hast Abitur, Fachabitur oder einen Universitätsabschluss. Also. Nein. No graduation. Change. You're doing your own business. Du bist selbstständig tätig aktuell. Ja. Correct. Any service-related business, spiritual-related business you are doing? Und du hast eine selbstständige Tätigkeit, die mit Spiritualität verbunden ist. Ja. Correct. Any healing, therapy, life coaching? Und du machst Heilarbeit, therapeutische Arbeit, Lebensberatung. Korrekt. Correct. This is the main source of income for you. Und es ist auch die Haupteinnahmequelle, die du hast. Moment nicht. No, Ele. At present you are doing any other business? Hast du sonst noch eine andere, weitere selbstständige Tätigkeit? Ja, Moment noch. Yes, at the moment. Any same service-related business, any health care, medicine, food, teaching. Und der zweite Büro, also die zweite Arbeit ist auch mit Medizin, mit Gesundheit verbunden. Ja. Correct. It's related to medicine field, no? Medicine. Das ist verbunden mit Medizin, was du machst? Gesundheit, Medizin? Ja, ich würde sagen, ja. Yes. Any Ayurveda Siddha like that you are doing? Und du arbeitest mit Ayurveda, mit der Siddha-Medizin. Nein. Ele. You have any interest on that? Oder bist interessiert daran, an diese Themen? Interessiert, ja. Yes. Born in 1965 or 66. Du wurdest 1965 oder 1966 geboren? Nein. Ellie. After 66 you born. Du bist nach 66 geboren. Ja. Correct. June, July you born. Du wurdest im Juni oder Juli des Jahres geboren. Ja. Correct. June month you born. Du bist im Juni geboren worden. Richtig. Correct. The date 1-7 you born. Du bist zwischen dem 1. und 7. des Monats geboren. Nein. Ele. Or the last week. Oder im letzten Drittel des Monats zwischen dem 21. und 31. Correct. Ja. 24, 25. Du wurdest am 24. oder 25. des Monats geboren. After 25. Nach dem 25. bist du geboren. Ja. Correct. 28, 29. Du bist am 28. oder 29. geboren. Ja. Correct. 28. Am 28. bist du geboren. Nein. 29. Am 29. Ja. Correct. 68 or 69 you born. Du wurdest 68 oder 69 geboren. Ja. Correct. 68 you born. Du bist 68 geboren. Nein. 69 you born. 69 bist du geboren. Correct. You have a daughter. Du hast eine Tochter. Richtig. Correct. Her daughter age is 21-26. Das Alter deiner Tochter ist zwischen 21 und 26. Korrekt. Correct. 24-25 is the running age. Sie ist im 24. oder 25. Lebensjahr, das heißt nach unserer Zeitrechnung 23 oder 24. Nee. Ele. Below 24. Ist sie unter 22? Nein. Ele. 26. Oder 26? Nee, 25. Sie ist 25. Ah, dann ist sie im 26. Lebensjahr. Also sie ist 25 gerade, ja. Dann ist sie im 26. Lebensjahr. Okay, dann ist korrekt, ja. Yes, correct. Running is 26. Yes. 26. Daughter completed her graduation. Deine Tochter hat ihren Schulab, also hat, you mean she is graduated? Yes, she is graduated. Deine Tochter hat einen höheren Bildungsweg eingeschlagen. Ja. She yes. have a job. Und hat es abgeschlossen und hat jetzt einen Job. Ja. Correct. She have a partner. Und sie hat auch aktuell einen Partner. Ja. Correct. Unmarried. She is unmarried. Aber sie ist noch nicht verheiratet. Nee.
Correct. Sie ist verheiratet. Ah, sie ist verheiratet. Ja, sie ist verheiratet. Genau. Oh, okay. Er hat gefragt, she's not married. Genau, habe ich gesagt, sie ist nicht verheiratet, genau. Sie ist verheiratet, das meinte ich. Genau. Sorry. Na, das ist gut. Sorry for the confusion. So, she's married. She is married. She is married. Yeah, yes. She's married. You have the grandchild. Du hast schon ein Enkelkind. Nein. Eli. Your daughter had any miscarriage abortion. Deine Tochter hatte mal eine Fehlgeburt oder einen Schwangerschaftsabbruch. Nein. Eli. Chendri. Father's name starts with the TDPBR. Der Name deines, der erste Vorname deines Vaters startet mit TDPBR. Eli. G, J, K, L, M, N. Oder mit G, J, K, L, M, N. Nein. Eli. Other's name starts with the T, D, P, B or G, J, K, L, M, N. Der erste Vorname deiner Mama startet mit T, D, P, B, R. Nein. Mit G, J, K, L, M, N. Eli. Ja. You are living in your own house, own property. Just one second, Shava. So the father, he has two names. So we don't know exactly what kind, also what name the leaf will mention. So I think we should go for both names then. Yes. Yeah, okay. Can you repeat the question, please? You are a spiritual person now. Du bist eine spirituell offene Person. Ja. Correct. You are living in your own house, own property. Du lebst in deinem eigenen Haus, auf deinem eigenen Grundstück. Ja. Correct. You are having any healing talents, man? Healing others. Und du hast Talent im Bereich der Heilung, der Heilarbeit. Ja. Correct. Did you sell any property? What you ask? Did you sell any property, ma'am? Hast du in you der sell any property? Hast du in der Vergangenheit ein Grundstück verkauft? Ja. Yeah. Yes. My father's name starts with the A-E-I-O-U. Der erste Vorname deines Papas startet mit A-E-I-O-U. Nein. Ele. S-Z-C-F-V. Oder mit S-Z-C-F. V. Nein. Ille. H. Oder mit H. That's one of them starts with H. The H name contains five or six letters. Der Name, der mit H startet, hat fünf oder sechs Buchstaben. Jetzt muss ich zählen. Fünf oder sechs Buchstaben. Ja, yeah, that's correct. Correct. Bye. Fünf. Or six. Sechs. Yes, six. Six letters. Ends with the TDPBR. Und the H name you ask for, right? Yes, H name ends with the TDPBR. Yeah. Der Name, der mit H startet, endet mit TDPBR. Correct. Correct. D. Mit einem T. Nope. D. Mit einem D. Nope. R. Mit einem R. Correct. Correct. Any letter G is the inside G. In diesem Namen ist der Buchstabe G. Nope. L. M. Oder ein M ist in seinem Namen. N? Nein. Ein M. M, wie M Donata. That's correct. Yes, M is in his name. N is not in his name. Hey, what name? M is there or N is there? M is there. N is not there. M, Maria. M for Maria. Yeah. Yes. Yeah.
எம் இருக்கா? கண்டுபிடும் கட துணை மீண்டவரால் எனி லெட்டர் ஆர் இஸ் தேர் Und ein, you ask in the inside the name between? inside inside any letter or not the end inside any letter or is there Im Namen ist nochmal ein Buchstabe R, also nicht der letzte, sondern im no Namen. Ele. yeah. you Oder ein U. no Ele. பிறப்புடனே தானோட கண்ணை எவ்வளவு நாமத்தில் பகுதியாகும் W கேக்குல. So one more name starts with the father's name. One more name starts with the W. Ein anderer Name und dein Papa startet mit W, korrekt. It's a contains a 5 or 6 letters. Und der hat 5 oder 6 Buchstaben, der Name, der mit W startet. It's correct. Korrekt. 5. 5 Buchstaben. No. 6. 6. Correct. Korrekt. கண்டவரும் காலமுதல காணது எட்டுபடி ending letter TDPBR. Und auch der Name startet mit endet mit TDPBR. Korrekt. Korrekt. R. Mit dem R. Korrekt. Korrekt. L. Any letter L is there. In diesem Namen ist der Buchstabe L. Korrekt. Korrekt. E. Und ein E ist auch in diesem Namen. Ja. Correct. உச்சரத்தில் கண்டுபிடாகவதனால் மதர்ஸ் நேம் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஏ ஐ ஓ யூ. Der erste Vorname deiner Mama startet mit einem Vokal. A, L, Ja. I, O, U. Correct. Correct. Ja. Or E. Mit einem A oder E. Correct. Ja. E. Mit einem A. Ja. Yes. பெற்றுவரும் தருணங்கள் பகுதி வழி அன்னையிற்கும் contains 5 or 6 letters in total. Und er hat 5 oder 6 Buchstaben insgesamt. No. Ille. More than 6. Mehr als 6. Ja. Yeah. Correct. 7 or 8 letters, ma. 7 oder 8 Buchstaben. No. Ille. 9. 9 Buchstaben. Correct. Correct. தனக்கடையும் ஆழ்வதற்கு ஆனந்தான் தோற்றும் ends with the AEA, we use same. Der endet auch mit einem Vokal, mit A, E, I, O, U. Correct. Correct. A. Mit einem A. No. Ille. E. Mit einem E. Correct. Correct. Any letter S is there inside your mother's name? Im Namen deiner Mama ist der Buchstabe S. No. Ille. Or? Oder ein R wie Richard. Correct. Correct. துணை தன்னால் வாழ்வதன் தோற்றங்கள் மகர்தனக்கு Any letter N is there inside? Und auch der Buchstabe N ist in ihrem Namen. Correct. பிறப்புடனே உந்தன் பேர் சொல்ல பிரமணதனால் In the past, the father, mother lived together. In der Vergangenheit haben deine Eltern zusammengelebt. Correct. பகரவரம் வாழ்முண்டாம் இன்றபுரம் துணை உரைத்த Mother passed away due to some health issues. Deine Mama ist verstorben aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Ich nehme es an, ja. Yes. Now you have a good relationship with your father. Du hast eine gute Beziehung zu deinem Vater. Ja. Correct. In the past you had a good relationship with your mother. Du hattest auch eine gute Beziehung zu deiner Mama in der Vergangenheit. Nein. Ele. Tendri. மகளினருக்கும் தான் கண்டாகவேதனை கண்டிருக்க You following any master, guru, teacher? Du hast einen spirituellen Lehrer, den du folgst, dem du folgst. Nein. Ele. Ele. துணையும் காணவரை திரைவின் காலமதால் You are healthy. Du bist in einem guten gesundheitlichen Zustand aktuell. Ich fühle mich wohl, ja. Yes. பகல்தானம் ரைத்திரவில்ல பிறக்குத காலம் In the past you had any operation surgery in your body? Du hattest in der Vergangenheit mal eine Operation in deinem Körper. Ja. Yes. துணை இவருக்கு வந்திருப்பது காண காணவர் அமைச்சரத்தில் Daughter is healthy. Deine Tochter ist in einem guten gesundheitlichen Zustand aktuell. Ich denke schon, ja. Correct. வாழ்மவள் தன் துணை இமைந்த பிறகு சுகம் உண்டு Father's name contains letter L. The H name contains letter L. H. Der H
Name deines Vaters beinhaltet den Buchstaben L. Korrekt. Yes. Vavula. Vavula ist der. Und ein I ist, oh, und ein E ist auch in seinem Namen. Im ersten oder im zweiten? Im H, you Im mean Hanen. ne? Jetzt, you mean the H name, Its Sharp. name contains letter E. Yes. No. Nee. Mangala Partner. Partner had any operation surgery recently? Partner, Yes, the current husband. dein jetziger Mann hatte vor kurzem eine Operation in seinem Körper. Nein. Ele. Change the Your name starts with GJKLM. Dein Name startet mit den Buchstaben GJKLMN. Nope. TDPBR. Oder TDPBR. Nope. No, change the leaf. Namo You were born around 6 a.m. to 6 p.m. Du wurdest zwischen 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends geboren. Korrekt. A.m. Du wurdest am Morgen geboren, zwischen 6 Uhr morgens und 12 Uhr mittags. No. Ele. 2 p.m. to 5 p.m. Oder zwischen 2 Uhr und 5 Uhr nachmittags bist du geboren. No. Ele. Before 2. Vor 2 Uhr. Korrekt. Korrekt. Around 1 o'clock you born. 1 Du bist p.m. um 1 Uhr herum geboren. Ist 12:30 Uhr das gemeint mit, oder? Ja, man sagt immer so eine Viertelstunde plus minus. Nee, So, ist es nicht. no. Before 1. Bist du vor 1 Uhr geboren? Ja. Yes. Prapura Around Nidhana 12:30, around 12:30. Du bist um 12:30 Uhr herum geboren. Correct. Vandu You were born in the hospital. Du wurdest in einem Krankenhaus geboren. Korrekt. Indorukum Aiyah. Kandadra Father name contains letter I. A H name. Der H-Name deines Papas beinhaltet den Buchstaben I. Korrekt. Correct. Parapudana Eva. Indavaramacharatil E. Und ein A ist auch in diesem Namen. Correct. Korrekt. Valvadani Your name starts with the A E I O U. Dein Name startet mit A-E-I-O-U. Correct. Korrekt. Pagatiravi Eva. Valvundam E. Und mit dem A. Correct. Contains 5 or 6 letters in total, ma'am. Dein Name hat 5 oder 6 Buchstaben insgesamt. Nein. Ele. No, more than 6. Mehr als 6. Korrekt. Correct. 7 or 8. 7 oder 8. Nope. No. Yeah. Parandabaram A daughter is born for your first husband. Deine Tochter ist von deinem ersten Mann. No. Ele. Second husband. Von deinem zweiten Mann. Korrekt. Kadamadani Yarungalga. Kandu The daughter is healthy. Deine Tochter ist im guten gesundheitlichen Zustand. Correct. Indabramgura Ara. Illa Your name contains letter R. In deinem Namen ist der Buchstabe R, wie Richard. Correct. Panidhanam L. Dein Name beinhaltet auch den Buchstaben L. Correct. Acharangal For the first person to see the palm leaf in your family. In deiner Familie bist du die erste Person, die ihr Palmblatt gelesen bekommt. Correct. Correct. You're living in your own house, own property. Du lebst in deinem eigenen Haus auf deinem eigenen Grundstück. Correct. Annai Dhanal Kandu. You Vidagamangal. are a spiritual person. Du bist eine spirituell offene Person. Ja. Correct. Yeah. You Du having any media connectivity, ma'am? hast Kontakt zu den Medien. Bist mit den Medien verbunden.
Wenn du so ein Media, political, any political connectivity. Bewusstseins-TV machst, dann ist das ja eigentlich schon eine Verbindung zu den Medien, ne? Genau, wenn man das so dazu zählen mag, dann ist es so, ja. Ja, genau. The answer is yes. You are healthy, man. Du bist aktuell gesund, im guten gesundheitlichen Zustand. Ja. Correct. Father having any major health issues? Dein Papa hat größere gesundheitliche Probleme aktuell. Ja. Correct. In the past, the father and mother lived together. Deine Eltern haben in der Vergangenheit zusammengelebt. Ja. Correct. No brother, no sister. You are the only child of your father and mother. Du hast keinen Bruder, du hast keine Schwester, du bist das einzigste Kind deiner Eltern. Meine Eltern, ja. Yes. You're willing to develop your business on healing therapy business. Du würdest die selbstständige Tätigkeit, die du gerade hast, also im Bereich der Spiritualität, gerne weiterentwickeln. Ja. Yes. A daughter is a married person. She is married. Deine Tochter ist verheiratet. Korrekt. Correct. Annadanal People healthy. You, your husband and your daughter, all are healthy. Dein Mann, deine Tochter und auch du, ihr seid alle gesund. Ja. Correct. 29, 29, Du wurdest am 29. des Monats geboren. June. June. Und du wurdest im Juni geboren. Korrekt. Und Ja. Anna-Maria ist der Name deiner Mama. Ja, super. Glückwunsch, Perfekt. Andrea. Wir haben Thank you. dein Thank you, Family thank you, gefunden. thank So you. sieht's aus. Toll. Ging schnell. Ja, Really fast. Wow. Thank you very much, Mami. Thank you very much. Okay, then Thank you. we will have a break. How long? 10 to 15 minutes we can take. And 50 minutes. Okay. Thank you so much. Thank And you. then we see you soon again. Yes. Bye Bye. Bye bye. bye. Ja, wunderbar, Alexandra. Halbe Stunde, bisschen. Ja, das ist, Cool. ja, das Super. war jetzt relativ zügig. Hast du denn noch Fragen an dieser Stelle oder sollen wir in eine Pause gehen? Nö, wir können in die Pause gehen, dann kann ich mal ein bisschen rumlaufen, weil, wie gesagt, wir pflegen ja einen Papa. Und dann gucke ich mal, ob wir was machen müssen oder so. Und dann Dann treffen wir geht das. uns so in 10 bis 15 Minuten dann wieder hier. Ja, genau. Machen wir. Alles Okay, klar. Bis bis gleich. Tschüss. gleich. Okay, bist du bereit, Alexandra? Können wir starten? We can start. Genau. சிவமயம் ஓம் மகாகணபதி துணை ஓம் நமோ நாராயணா அருள் காட்டி பொருள் காட்டி அன்பும் காட்டி அகிலமையர் பெருங்கருணை சோதி காட்டி இருள் நீக்கி யமை காத்த கபரத்தை இடையறுபடு செய்யும் ஈசனடி போற்றி. So this is Agastya Maharishi prayer. Agastya Maharishi, who wrote your palm leaf, is praying to the Lord Shivan and Goddess Parvati and starting your future naughty prediction for the client. Das war das Gebet von Agastya Maharishi. Agastya ist der Schreiber deines Palmblatts, der zu Shiva und Parvati betet, um für dich, Alexandra, die Vorhersage machen zu dürfen. புருசுடி வரிவட்ட வெண்மலர் மணி மகுட ரேகை. ஸோ ஒரு சுழி வரிவட்ட வெண்மலர் மணி மகுட ரேகை. மணி மகுட ரேகா. Dein linker Daumenabdruck oder die Daumenabdruckskategorie heißt Orusuri Varivata Venmala Mani Maguda Regei. Orusuri, Oru heißt eins, Suri heißt Kreis. Es ist ein sehr positiver Aspekt deines Daumenabdrucks. Der steht dafür, dass du ein Mehr an positiver Energie in dir trägst, ein Mehr an spiritueller Energie in dir trägst, ein Mehr an heilerischer Energie. Es steht dafür, dass du jemand bist, auch der mit seiner Energie andere Menschen inspiriert, neue Perspektiven in Bezug auf ihr Leben zu entwickeln, der sich auch den Herausforderungen des Lebens stellt und auch bereit ist, sich ja an neue Situationen an oder der sich gut an neue Situationen auch anpassen kann. Vadi Vata bedeutet Zebrastreifen. Das
Zebra hat weiße und es hat schwarze Streifen. Und die schwarzen Streifen stehen für die Tiefen im Leben und die weißen Streifen für die Höhen im Leben. Und so dürftest du im Alter von 20 bis 40 ungefähr auch einigen Herausforderungen in deinem Leben begegnet sein, was dazu geführt hat, dass sich immer wieder Steine in den Weg gelegt haben, die erst aus dem Weg geräumt werden mussten, damit sozusagen sich die Dinge für dich positiv entwickeln konnten. Der Aspekt ist insofern positiv, dass er Lebensweisheit schenkt, Reife schenkt und Lebenserfahrung schenkt und dass wir dann sozusagen auch im letzten Drittel des Lebens, dass uns dann die Dinge nicht mehr so schnell umhauen, weil wir einfach gelernt haben, mit schwierigen Situationen und Energien auch umzugehen. Venmala bedeutet der weiße Lotus. Wenn du mal hinter dem Shaba schaust, da sitzt die Saraswati, die sitzt weißen Lotus. Und das ist ein Aspekt, der steht dafür, dass du ein Meer auch an göttlicher Energie in dir trägst. Es steht dafür, dass du jemand bist, der lehrende Fähigkeiten hat, dass du therapeutische Fähigkeiten hast, auch im medizinischen Bereich zu arbeiten, in diesem Bereich auch Gaben hast und dass du auch ein gewisses kreatives Talent haben dürftest im Bereich des Musischen oder im Bereich des Kreativen, Malerischen zum Beispiel. Es gibt ja mehrere Formen oder Schreiben, also in irgendeiner Form, dass sich das da ausdrückt. Du bist auch jemand, der sich immer in den Dienst der Menschen stellt, der immer schaut, was brauchen die anderen Menschen, und der versucht sozusagen die Menschen um sich herum positiv zu beeinflussen. Mani ist, bedeutet die Tempelglocke und die Aufgabe der Tempelglocke ist es, ich sag mal, Positivität zu verbreiten. Und so ist die Kraft deiner Sprache ein sehr kraftvolles Werkzeug, um Positivität auch in der Welt zu verbreiten. Also du hast die Gabe und Fähigkeit, negative Energien aufzunehmen, sie zu absorbieren und positiv wieder rauszugeben. Du bist wie so ein Transformator, vor allen Dingen auch im Bereich der Sprache. Es steht auch dafür, dass du sehr reinherzig bist und auch sehr wahrhaftig bist und dass du auch eine starke Anbindung nach oben hast. Und diese Tempelglocke ist ja auch der Mittler zwischen Himmel und Erde und dass du sozusagen die Fähigkeit hast, auch die Informationen aus einer höheren Ebene zu transferieren auf andere Ebenen sozusagen. Das bedeutet Mani. Maguda ist bedeutet übersetzt Krone. Und das ist ein Aspekt, der dafür steht, dass du also starke, ausgeprägte Führungsqualitäten auch hast. Vor allen Dingen im Bereich der Spiritualität. Es steht dafür, dass du auch jemand bist, der eine gewisse Bescheidenheit besitzt, der auch eine sehr feine Intuition haben dürfte. Und du bist auch jemand, der, ich sag mal, spirituelle Gaben und spirituelle Fähigkeiten hat. Das drückt sich durch den Maguda-Aspekt aus. Und der wird vor allem jetzt auch so im letzten Drittel deines Lebens immer also aktiver werden, sozusagen. மூன்று புள்ளிகள். முதல் புள்ளி என்பது அறிவு, குணம், ஆயுள், ஆன்மீகம். இது வந்து 80-85 So சதவீதம் there are three energetic dots in your left hand thumb impression, which cannot be seen by your naked eye. Du hast drei Energiepunkte in deinem linken Daumenabdruck, die repräsentieren die verschiedenen Lebensbereiche und inwiefern harmonische bzw. disharmonische Energie in diesen Bereichen fließt. Wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe, disharmonisch bedeutet, dass Dinge sich ein bisschen herausfordernder für uns entwickeln, harmonisch, dass sie erleichtert zu uns fließen. Diese drei Energiepunkte sind mit dem bloßen Auge nicht sichtbar. In the first dot, remember, first dot we can say it is a positive 80%, we can say it is a positive dot for you. It indicates your education, your career, your talents, the character, helping tendency, the service, your spirituality, and your experience, like that. Der erste Energiepunkt, der repräsentiert deine Ausbildung, deine Karriere, deine Talente, die Art deines Charakters, auch wie du denkst und für andere Menschen denkst und auch die Tendenz, anderen Menschen zu unterstützen und auch zu helfen und steht für den Aspekt der Spiritualität. Und dieser Bereich ist bei dir zu 80% positiv. Also was sehr hoch ist, man sagt, oder das wird oft in Lesungen gesagt, von den Readern, ein Rishi hat 90 bis 100%. Also es ist sehr positiv. இரண்டாவது தனம் குடும்பம் செகண்ட் டாட் அண்ட் செகண்ட் டாட் வி கேன் சே இட் இஸ் ஆவரேஜ் ஃபார் யூ 65% பாசிட்டிவ் 35% வி கேன் சே இட் இஸ் நெகட்டிவ் Der zweite Energiepunkt, der repräsentiert deine Ursprungsfamilie, also deine Geschwister, deine Eltern, aber auch die Finanzen und auch die Gesundheit. Und dieser Bereich ist zu 65% harmonisch.
und 35% disharmonisch. Und die 35 beziehen sich wahrscheinlich darauf, dass du keine Geschwister hast, also keine leiblichen Geschwister hast, auch dass du mit deinem Papa eine gute Beziehung hast, mit deiner Mama eine weniger gute Beziehung hast. Das bezieht sich auf die 35%. மூணாவது திருமணம் இல்லற வாழ்வு குழந்தைகள் And third dot also we can say it is average for you. Same 65% possible. And Und auch 35% der is dritte Energiepunkt, der repräsentiert deine Partnerschaft, deine Ehe, deine Kinder, die Sexualität, also das persönliche Leben. Und der Bereich ist auch zu 65% positiv und 35% disharmonisch. Und die 35 beziehen sich wahrscheinlich darauf, du hast ein Kind, nicht mehr Kinder. Du bist in zweiter Ehe mit deinem Mann zusammen. Und es könnte auch sein, dass es immer mal wieder auch so, ja, Herausforderungen geben könnte in diesem Feld deines Lebens. தங்களுக்கு இரண்டு தோஷம் குடும்ப தோஷம் மாங்கல்ய தோஷம் So two doshas for you, named குடும்ப தோஷம் und மாங்கல்ய தோஷம். Du hast zwei verschiedene Blockaden, die auf dein Leben wirken. Das eine nennt sich Kudumba Dosha. Kudumba Dosha ist eine Blockade im Zusammenhang mit der Familie. Dieses Kudumba Dosha verhindert sozusagen, dass diese Familieneinheit, diese Familienharmonie gegeben ist. Also, dass man sich da gut behütet und aufgehoben fühlt, gesehen fühlt, was so eigentlich das Idealbild wäre von Familie. Und das Kudumba Dosha sorgt immer wieder dafür, dass es zu Spannungen, Missverständnissen, Streit, Auseinandersetzungen, Distanzierungen kommen kann zwischen den einzelnen Familienmitgliedern. Das bezieht sich auf die Ursprungsfamilie, aber auch auf die jetzige Familie. Und Mangalya Dosha ist eine Blockade im Zusammenhang mit der Partnerschaft. Und dieses Mangalya Dosha verursacht, dass diese Einheit oder diese Harmonie in der Partnerschaft nicht so da ist. Also man hat vielleicht immer das Gefühl, es fehlt was, man ist nicht so, ist einfach nicht so in dieser Erfüllung in Bezug auf dieses Thema. Und da kann es auch immer wieder zwischen dem Partner, mit dem Partner zur Auseinandersetzung kommen, zu Streits, auch verschiedene Phasen, wo die Gefahr besteht, sich zu trennen. Das wird verursacht durch das Mangalya-Dosha. Some satisfaction, some fulfillness will be there. So by supporting others, by guiding others through your service to the people, by doing your good things to the good people by your hand, like that. Und du wirst dich auch so zufrieden fühlen, wenn du darauf schaust, wie die Menschen sich durch deine Führung und deine Unterstützung auch entwickeln, positiv entwickeln werden. So you may receive some blessings from the Mother Rishis, the God and Goddess and the spiritual masters. Und es besteht die Möglichkeit, dass du zu der Zeit auch Segnungen empfangen wirst von den Rishis, also von den Maharishis, von Gott und auch der göttlichen Mutter und auch von den spirituellen Meistern. So you will be completely satisfied and will be completely fulfilled with the good sleep and the good dreams during this period. Das wird eine Zeit sein, wo du so komplette Erfüllung spüren wirst und auch ja, gut schlafen wirst, gute Träume haben wirst zu der Zeit. Last birth. So this will be the last birth for you, so that you will attain moksha and goes to heaven, the liberation, enlightenment. So maximum, do good things to the good people in this birth. Und er sagt, du sollst maximal das in diesem Leben das Beste für die Menschen geben, was du geben kannst, sozusagen. Und das wird dazu führen, dass du am Ende des Lebens, so sagt das Palmblatt, Moksha erlangen wirst, das heißt die Befreiung der Seele aus dem Reinkarnationszyklus und dass du ja in die himmlischen Reiche aufsteigen wirst und von dort aus dich sozusagen weiterentwickeln wirst und der Schöpfung dienen wirst. Jetzt kommen ein paar Aspekte aus der Natur, die von denen positive Energien und positive Dinge zu dir kommen. Das sind einmal die Himmelsrichtungen Nord und Nordost. Du kannst mal schauen, was so alles so nördlich, nordöstlich von deinem Ort liegt, wo du wohnst. Ich meine, es ist super, du bist auch in den Norden gezogen. Das ist schon mal eine gute Entscheidung gewesen. Also da kommen gute Dinge zu dir aus diesen Himmelsrichtungen. Land, Wasser und Luft sind die Elemente, die dich unterstützen.
Mittwoch, Donnerstag und Sonntag sind die Wochentage, die gut für dich sind. Also wenn du zum Beispiel ein wichtiges Gespräch hast oder ja, ein schwieriges Meeting hast, dann wäre das zum Beispiel gut, das auf die Tage zu legen, weil die dich energetisch supporten, sodass sich die Dinge leichter zu deinen Gunsten entwickeln können. Dann Perle und grüner Saphir, das sind die Edelsteine, die gut für dich sind. Also einfach um, ich sag mal, schwierige planetarische Aspekte auch auszugleichen. Und das unten, das sind die Tage des Monats oder die Daten des Monats, die für dich auch sehr unterstützend sind. Und auch die auch wie so energetische Portale deiner Seele sind, wo die Dinge sich leichter und besser für dich entwickeln. Das ist der 1., 2., 6., 9., 11., 14., 17., 19., 21., 23., 27. und 29. des Monats. Generell jeden Monat oder ist das jetzt nur für diesen Monat? Jeden Monat. Okay. Jeden Monat, genau. It's every month, no? Every Mhm. month, these dates are good dates for her, no? Yes. Ja, jeden Monat. Agathiya Maharishi Alvanko Sulli Mudichirukkar Mutrum Subham. So by the Maharishi ends the prediction of the great blessings with the word Subha. With all the best, all is good, best of luck. Thank you. Und in diesem Sinne endet Agastya Maharishi mit einem großen Segen diese Lesung und wünscht dir für deinen Weg alles Liebe und alles Gute. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Hast du, liebe Alexandra, inhaltlich Fragen? Wir gehen gleich über zu den Remedies. Das ist der letzte Teil der Lesung, aber jetzt schauen wir einfach nochmal, ob es irgendwas gibt, was dich inhaltlich noch bewegt, was du gerne noch wissen wollen würdest. Also mich würde zum Beispiel noch interessieren, bleibe ich ab dem im aktuellen Wohnort, also oder auch Land, bleibe ich da leben oder ziehe ich um? Kann man das sehen? Ja, ich frage sie mal. So, Mhm. at the moment, she shifted from Germany to Denmark, so more in the northern countries. And she wants to ask, is it good for her to stay in Denmark, in this country, or is it possible that again she will shift into another country also? ஐயா இப்போ வந்து அவங்க டென்மார்க்ல இருக்காங்க, இப்போ தான் ஷிஃப்ட் பண்ணி ஜெர்மனில இருந்து டென்மார்க் போயிருக்காங்க. இப்போ அது வந்து ஜெர்மனில இருந்து டென்மார்க் வந்து நார்த்தன் சைடு தான், அதனால இப்போ பரவாயில்லன்றாங்க. இப்போ ஃபியூச்சர்ல திருப்பி மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. வாய்ப்புகள் இல்லை. இது அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த இடத்துக்கு போனாங்களோ அதுல தான் வந்து டெவலப் ஆகும். ஆமாம், இப்போ வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்கு. சேஞ்ச் பண்றதுக்கு. ஆமாம், இன் ஃபியூச்சர் தேர் வில் பி அ சான்ஸ் டு சேஞ்ச் த லிவிங் லொகேஷன். நவ் இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், யூ சேஞ்ச், நோ இஷ்யூஸ். பட் இன் த ஃபியூச்சர் தேர் வில் பி ஒன் மோர் கண்ட்ரி ஆர் ரிட்டர்னிங் டு த ஜெர்மன் லைக் தட் த சான்சஸ் ஆல்சோ வில் பி தேர். Also er sagt, dass das jetzt gut ist, da wo du gerade bist. Aber es besteht die Möglichkeit, dass du in der Zukunft entweder nochmal in ein anderes Land gehst oder nach Deutschland zurückkehrst. Wird eigentlich da auch gesehen drin, dass ich schon seit meiner Kindheit eine bestimmte Gabe habe? Also das wird gesehen im Sinne von dem Daumenabdruck, also Mani, das Maguda. Saraswati, also du hast sehr viele spirituelle Aspekte in dir. Also dein ganzer Daumenabdruck ist gekennzeichnet von Spiritualität, von Heilung, von der Fähigkeit auch, und es zeigt an, dass du spirituelle Gaben und spirituelle Fähigkeiten hast. Und da war auch das mit diesen, ich sage 80%, wo du gesagt hast, das ist eine sehr hohe. Prozentzahl. Genau, was sagt denn das noch mal aus? Vielleicht kannst du das noch mal genauer da erläutern. So Shaba, can you explain the first dot? What means 80% and what means 20% for the first dot? She wants to know more about it. ஐயா, ஃபர்ஸ்ட் டாட் வந்து 80% இருக்குது, மீதி 20% ஏன் கம்மி? அதாவது சில சில ஞாபகம் வர்றது, எப்பப்போ கோபப்படுறது, இந்த மாதிரி தான் வர்றது. ஆனால் So படிப்பு வந்து கொஞ்சம் குறைவாக we இருக்குது. can say we are not a rishis or siddhas or magarishis. So we are generally the human beings. So some ups and downs should be there for everyone. So we are not a god. We are not a saint like that. So a small thing, a 20%, nothing major, 80 positive. So some forgetfulness will be there for some படிப்பு times like குறைவாக that. இருக்கு. Education might be some ups and downs like that. Nothing major. 80% is very good now. Also er sagt nochmal, 80% ist sehr gut. Er sagt, diese
80 oder diese 90 bis 100%, die sind sozusagen den Rishis, den Siddhas vorbehalten von ihren Gaben, von ihren Fähigkeiten her. Wir sind menschliche Wesen, sagt er. Also wir sind hier auf der Erde, wir sind menschliche Wesen. Und er sagt, wir werden auch mit einigen Höhen und Tiefen verbunden sein. Die müssen auch da sein, damit wir wachsen können überhaupt. Und bei dir ist halt, das ist zum Beispiel der Ausbildungsweg. Du hättest auf jeden Fall auch die Kapazität gehabt, einen höheren Bildungsweg einzuschlagen von deiner Kapazität her sozusagen. Und da ist es, dadurch ist es einfach auch ein bisschen reduzierter. Hast du sonst? Sonst, Moment, fällt mir nichts ein. Ich wollte noch zwar irgendwas aufschreiben, aber ich dachte, ich mache das intuitiv und im Moment wird mir nichts eingegeben, was noch was zu fragen. Okay, sollen wir dann zum letzten Teil übergehen, zu den Remedies? Gerne. Okay, then we can go for the last part of the reading, for the remedies. Thank you so much. பிறந்தவரும் சாதகிக்கும் சொல்லிடுங்கள் தடைகளது விலகிடவே ஆசானிவன் கூறிடுவான் கூறுதானான். So the Maharishi is saying that there are some pujas and remedies for you from these doshas, the varivatta, the averaged or the saturn impact from your life. By that way, the first one is Gurudam. Gurudanam to Swami Sundar, who read your palm leaf, and Gurudanam to my palm lifting, the support team, Stefanie Ma, who translated for you. Okay, so you will type Shaba, then I will. Okay. Alexandra, kannst du mir deine Telefonnummer geben, dass ich dir die Sachen per WhatsApp schicken kann? Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von den Lesern und dann nehmen wir uns noch einen Moment Zeit, um die Remedies einmal durchzusprechen miteinander. So, Shaba, Thank you. Swami Thank Sundar, you. thank you so Thank much. you. Very Thank good. you. Thank Thank you. you. Have a nice day for both. Bye bye. Thank you very much. Thank you Thank very you. Thank much. you. Bye Bye bye. bye. Bye Bye. bye. Gut. Also, jetzt gehen wir es mal einzeln durch. Ganz oben, das ist das Guru dann. Das Guru dann, wie siehst Ja. du das? Ich mache mir das gerade mal auf dem Computer auf. Dann sehe ich das nämlich besser. Ja, Moment. So, ja. Okay, also das erste, das ist das Guru dann. Da steht so in dem Palmblatt geschrieben, Guru dann ist eine indische Tradition, die besagt, dass wenn man spirituelles Wissen empfangen hat, dass man einfach den Menschen, von denen man das empfangen hat, dass man einfach denen nochmal einen Dank oder eine Wertschätzung ausdrücken darf, kann. Und Agastya sagt, man soll einfach den Menschen, die in dem Prozess beteiligt waren, einfach nochmal eine Art Danke sagen oder eine Art Wertschätzung geben, sozusagen. Das kannst du machen in Form von einer Spende, die du einfach in deinem Herzen spürst. Also das, was du einfach fühlst in deinem Herzen, da gibt es gar keine Vorgaben. Und du kannst es entweder über die Homepage machen oder du bekommst von MyPalmLeaf nochmal auch die Remedies zugeschickt. Da müsste das unter dem Begriff Guru dann oder Spende zu finden sein. Da müsstest du mal schauen, weil ich bin nicht so in die operativen Prozesse eingebunden. Ich bin also hauptsächlich ist meine Arbeit Übersetzungsarbeit. Deswegen weiß ich gerade nicht, wie das da vielleicht auch verändert worden ist. Also halt kannst nach dem Begriff Guru dann und Spende sozusagen Ausschau halten und dann wird das auf alle verteilt, auf das Support-Team, den Übersetzer, die Leser und ein soziales Projekt wird damit auch noch unterstützt. Dann die Mantra-Praxis lassen wir jetzt einfach mal hinten, die nehmen wir als letzten Impuls, weil die ein bisschen komplexer ist und gehen jetzt hier runter zu der Feuerzeremonie. Also das ist diese Feuerzeremonie ist das, was dir gegeben worden ist, um sozusagen die Energien transformieren zu können. Shiva Shakti Kadachya heißt, du erbittest also den Segen von Shiva und Shakti, also der göttlichen Mutter, man kann auch sagen, von Gott und der göttlichen Mutter sozusagen, dass du den empfängst, für Familienglück, also um das Kudumba-Dosha auch aufzulösen, diese Blockade aufzulösen. Für Ilvasu Bhakya heißt die Möglichkeit einer stabilen Partnerschaft, also dass die Ehe mit deinem Mann auch stabil sich entwickeln wird. Dega Ayula Rokya heißt ein stabiler Körper mit einer guten Lebenslänge. Und Dana Totsil bedeutet eine gute Entwicklung deines Businesses und auch deiner Arbeit. Und dass sich das alles in deinem Leben ausdehnen möge und du das durch die Kraft des Feuers in dein Leben ziehen mögest. So kann man diese Puja übersetzen.
Du kannst dir hier, ich habe dir den Link geschickt, über die du das direkt buchen kannst. Da kommst du direkt auf die Seite, wo dann auch die Pucha ist, die dir empfohlen worden ist, weil es gibt mehrere. Und deins ist diese Feuerpucha. Und dann wirst du von dem Support-Team durch diesen Prozess geleitet. Also, was sind da die einzelnen Schritte, Und die das? das, ach so, und das kann ich dann bei mir zu Hause machen oder wird das für mich gemacht? Das wird für dich gemacht und das, da bist du auch online mit dabei. Also es Okay. wird in einem indischen Tempel durchgeführt. Es ist eine Zeremonie, die geht ungefähr 40 bis 45 Minuten und du bist live online bei deiner Puja mit dabei. Okay. Ich glaube, sie wird auch aufgezeichnet und dir wird auch die Aufzeichnung zugesendet. Wie dürfte ich die dann auch veröffentlichen? Wenn du das machen möchtest. Also, wenn du das Gefühl hast, dass das sich für dich richtig und stimmig anfühlt, kannst du das auch veröffentlichen. Genau. Aber die muss ich ja extra oder darf ich extra buchen, ne? Genau. Das war das. Genau, die ist nicht Teil der Lesung. Ein eigener Prozess angestoßen wird. Genau. Und dann, das letzte ist die Mantra-Praxis. Hast du Erfahrung mit Mantren? Nee, ich habe nur mein eigenes, sage ich, was ich so allabendlich für mich mache. Also die Mantren, du kannst dir das so vorstellen, ich erkläre es immer ganz gerne mit dem Radio. Stell dir mal vor, du hast ein Radio und du möchtest ein bestimmtes Radioprogramm hören. Sagen wir mal, du hörst gerne klassische Musik oder Rock'n'Roll, was auch immer. Ja? Musst du ja am Frequenzregler des Radios drehen, um die richtige Frequenz einfangen zu können, damit du das Radioprogramm hören kannst, was du gerne hören möchtest. Genau, und das Radio, das ist jetzt eine technische Errungenschaft der Menschen. Das bedeutet, dass ja, die Menschen, die sozusagen mit den Frequenzen, die so manipuliert haben, mit denen so gearbeitet haben, dass dieses Prinzip Radio funktioniert. Ja? So, die Mantren, die sind in Sanskrit. Sanskrit ist auch die Sprache der Natur, also wird auch Devanagari genannt. Devanagari ist auch die Sprache der Götter. Und das Sanskrit ist insofern besonders, dass es sozusagen über die Lautformung, also den Sound, den Sanskrit sozusagen erzeugt, Einklang mit der Natur erzeugt. Und wenn du die Mantren chantest, dann in Sanskrit chantest, dann kannst du das so vorstellen, als würdest du am Frequenzregler des Radios drehen, würdest das Radioprogramm einfangen, was du ja hören möchtest, in dem Fall sozusagen den Segen zu empfangen von den göttlichen Ebenen. Also du tunst dich über die, weil die Seele ist ja auch natürliche Frequenz, ja, und mit verbindest du dich mit den natürlichen göttlichen Frequenzen in der Natur und dann können die in dich einströmen und können dich segnen. So funktioniert das. Und ich empfehle dir auch eine Mala zu besorgen. Das ist eine Gebetskette mit 108 Perlen. Da betet man pro Perle ein Mantra. Und dann weißt du, wenn du am Anfangspunkt wieder angekommen bist, dass du 108 Mal gechantet hast, weil sonst sitzt du die ganze Zeit da mit den Fingern und das ist relativ anstrengend. Dann weiß man, verzählt man sich, manchmal ist der Geist dann müde, dann weiß man nicht mehr, wo man war. Und diese Mala hilft einfach, dass du da gut durchkommen kannst, ohne dir Kopfschmerzen machen zu müssen. Jetzt in Bezug darauf, wo war ich jetzt? War ich jetzt beim 50. oder beim 60. oder wie auch immer? Genau. Das bekommst du aber mittlerweile überall im Internet. Wenn du Maler eingibst, dann wirst du merken, dass da ein großes Angebot zu finden ist. Ich empfehle dir nur, das aus Naturmaterialien zu besorgen. Es gibt Rudraksha, dann gibt es Edelsteine, es gibt bestimmte Holzarten. Und dann kannst du einfach schauen, was da zu dir passt. Für mich war das. Genau. Genau. Und dann schaust du jetzt im Kalender, wann sind die nächsten 5 Vollmonde? Also so startet das. Also du guckst im Kalender, wir haben jetzt Juni. Wann ist der nächste im Juni, wenn du jetzt in diesem Monat starten würdest? Ja. Wann ist der im Juni? Wann ist der im Juli, August, September, Oktober? Also wann ist der Vollmond? An diesem Tag hast du die Aufgabe, 2 Mantren zu chanten. Und einmal ist das das Mantra Om Namah Shivaya Namaha und Om Shaktye Para Shaktye Namaha. Ja, das sind die Mantren für die Vollmondtage.
Ich habe dir hier die Audiodatei geschickt, dass du da auch üben kannst. Also Om Namah Shivaya Namaha, Om Shakti Pada Shakti Namaha, jeweils 108 Mal. Okay. Ich hoffe, ich Genau. kriege das hin. Das ist schon herausfordernd, ne? Ja, aber man, das ist am Anfang, ich habe ganz viele Klienten, das ist immer ganz berührend. Ja? Manchmal fragen die mich dann und schreiben sie mir hinterher nochmal so: Steffi, ich bin jetzt durch, kann ich jetzt denn weitermachen? Weil sie merken, sie spüren halt, dass das so einen positiven Effekt auf sie hat. Natürlich kann man das dann weitermachen, wenn man das dann möchte, ja, wenn man sich verbunden fühlt. Aber das ist so die Mindestanforderung, ja, die wir sozusagen erfüllen dürfen, damit sich das auf als Remedy auf unsere Energie sozusagen auswirkt. Genau, also du schaust nach den 5 Vollmondtagen. So, und jetzt musst du ja parallel zu den Vollmonden noch die wöchentliche Mantra-Praxis machen. Ne? Und jetzt ganz kurz gut hinhören. Wenn du das verstanden hast, dann ist es ganz easy. Die wöchentliche Mantra-Praxis wird aktiviert über den ersten Vollmond. So, das heißt, du chantest den ersten Vollmond und dann guckst du, was ist der erste Vollmond für einen Wochentag? Ist das zum Beispiel ein Donnerstag, ein Freitag, ein Samstag oder Sonntag? So, und dann schaust du, weil der erste Vollmond muss gechantet werden, dann beginnst du parallel nach dem ersten Vollmond mit der wöchentlichen Mantra-Praxis. Also du schaust, welcher Wochentag hat der erste Vollmond. Ist es beispielsweise ein Freitag, guckst du, oh, mein erstes Mantra ist ein Dienstag. Ja? So, das heißt, du wartest dann auf den kommenden Dienstag und startest dann am kommenden Dienstag mit deiner Dienstagspraxis. Ach so. Ja, das machst du dann 6 Dienstage. Dienstag Woche 1, Om Sharavanapavaya Namaha. Dienstag Woche 2, Woche 3, Woche 4, Woche 5, Woche 6. Jetzt, nachdem du 6 Dienstage abgeschlossen hast, wechselst du auf den Donnerstag. Ah, erst, ach so, erst nicht alles auf einmal, sondern erst Dienstag, dann Donnerstag und dann Samstag. Genauso, genau. Donnerstag, und wenn du die 5 Donnerstage abgeschlossen hast, wartest du bis auf den nächsten Samstag und startest dann mit dem nächsten Samstag. Wenn du einen Vollmond verpasst, musst du mit der ganzen Praxis von vorne anfangen. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn man schon vorne, also wenn man schon vorangeschritten ist. Trag dir das deswegen gut in den Kalender ein. Und wenn du jetzt aber ein wöchentliches Mantra vergisst, also du hast jetzt zum Beispiel schon 6 Dienstage gechantet und 5 Donnerstage, bist jetzt beim Samstag und vergisst den dritten Samstags beispielsweise, ja, dann musst du nicht wieder von ganz vorne anfangen, sondern du startest einfach, machst die Praxis weiter und startest einfach in der nächsten Woche wieder bei Samstag 1. Der Vollmond ist genau der Tag, wo es im Kalender dann angezeigt wird. Also wenn sagt jetzt heute ist Vollmondtag und dann nutze ich das, ne? Das habe ich richtig Genau, verstanden. und irgendwann im Laufe des Tages kannst du das dann chanten, das Mantra. Okay, alles klar. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören und sehen uns wieder. Ja, freue ich mich, liebe Alexandra. Mach's gut. Alles Liebe dir. Danke, euch auch. Tschüss. Danke, ciao.